Fach hätte dann drin der auch noch Da halt. nicht schon was kaputt geflogen? Nee, so schnell geht's glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wir haben ganz schön Verbrauch. Vertrau keinem. Nicht mal mir selber. Und. Nee, läuft noch. So, kann ich gleich mal an Zielwerte. Wir sind im gelben Bereich. Wir sind noch bei 1500. Seht ihr, Leute, also Reaktor mal eingeschalten. Ja, mein ganzes Dann Ding. hat er eine halbe Stunde zum Hochfahren gedauert. Und dann hast Liefer eine Stunde. Jetzt läuft es schon eine halbe Stunde. Ohne. und wir haben aber schon wie viel Trillionen Elf rausgeholt? Ich weiß nicht. Vier, Sind schon ein acht, paar Zellen. 10, 12 Trillionen sowas. Sind ja nicht voll. Ja, wenn du alles zusammenrennst mit dem Verbrauch, was wir da gehabt haben zwischendurch. Wann teilt er das ja alles? Waren da hier Billionen. Kurze Zeit später. 140 Billionen. Also der ist voll. Dann ist der voll. Dann ist der voll. Der Vier voll. sind Der schon voll. voll. Also ich schaue auf die Zahl der Kapazität. Ich bin so. Ja, ist irgendwie verwirrend. Jetzt ist die Frage, wenn du das mit Computerkraft ausliest, was da für eine Zahl rauskriegst. Ja, was wir überhaupt auslesen kann. Das Schöne an denen ist, wir können es normal auslesen. Ja, kann man mal machen gehen. Ja, TestCC heißt der Rechner. Er ist im ME. Nicht, nicht. Wir sind so weit. Und nicht AD-Test. Bin ja schon geklaut. Ich habe 1,5 Rüstung. Nehmen wir einfach mal den hier. GM Back. Was kennt kurz was Catplay? Ja, get Placer. Das ist ja das, was Reka aussehen kann. Place der Missgiver. Achso, Get Block, wow. Hast den unten links hast du geplatziert. Aber wir können uns da abfragen, wurde einer nicht von mir platziert? Jemand hat reingefuscht. Selbst wenn er einen leeren hingestellt hätte. Und Aha. vor allem, warum Flut Color? Schau mal, wenn du Tab drückst, das dritte I, das ist genau die Masse, was drin ist. Ja, Das fein Liter. heißt, kannst du das wahrscheinlich abfragen mit diesem MPT-Tag. Vielleicht, keine Ahnung. Was hat denn für ein MPT-Tag? Warte mal, edit, wie welche ID ist denn der? Ist alles drauf. 28. Bibliothek, Dropbox, läuft Dropbox überhaupt? Nein. Vor allem, was ist Fluid Color? Habe ich gerade mehr Catblock. schon gesagt. Warum geht Cortana wieder mal nicht auf? Get Quartz, okay, das ist klar, gib die Koordinaten aus. Toll. Ja, komm, jetzt starte. Ich würde ja sagen, Das ist mal so. das ist alles ganz schön scheiße. So, jetzt. Was er gesagt, mit Ordnungsdienste deaktivieren, nur weiß er eh. Versteh, wie das so ist, gell? Hast Mach ich ja nie. Mach ja nie, was du sagst. So, hat er jetzt Dropbox gestartet. Die Logdatei wurde aktualisiert. Wow, das ist ja wichtig. So, was haben wir denn hier? 28. 380 Billionen erst. Giga RF. Kranke Scheiße. Heißt der 28? Warum soll ich das dort heißen? Weil hier nichts drauf ist. Tjo. Ist Obwohl eigentlich schon. aber so. Was ist jetzt Get Block? Wieder normal machen. Das ist jetzt die, was wollen wir mal ein Gen NBT-Tag. NBT-Tag.
Mal schauen, was er dann schreibt. Schon wieder ein Table oder sowas. Warten wir, bis das hochgeladen hat. Ist ja nicht am Hochladen, sondern bis das Dropbox mal aktualisiert. Oh. Error Index out auf jeden Fall kacke. Ja, ist klar. Ich nehme zuerst irgendeine Tankseite, weil das irgendein Programm wieder ist, was wir irgendwann mal kopiert haben. Ach, gibt irgendwas. Ich push hier irgendwo rum. Ich hab wahrscheinlich viel Tanks auslesen, wo wir rumgetestet haben. Okay, er printet mir beim NPT-Tag. Gar nichts. Und du halt mal, wer es geblazed hat. Getplacer. Wo dann irgendwas rausschreibt. So, machen wir Data 1 ist gleich Getplacer. Und dann mal gucken, ob er was macht, Junge. So, speichern. Mal gucken, wie sie hochgeladen hat. So, dann können wir neu starten. Aber nicht, weil TS. Läuft bei dir. Habe ich eigentlich gerade mit T überhaupt gestartet? Aber back ist es ja. Ja. Ist überhaupt die richtige ID? Ist 28, ja genau. It. Was hast du denn da schon drin? T ist gleich back. Keine Ahnung, ob er das so ausliest. Ja. Genauso lese ich die Steam-Pad aus. Ja, mei. Glaube ich zumindest. Kann mal nachschauen. Ja. Nee, warte mal. Was macht man hier? Das ist der Server. Das ist der richtige Server. Was brauchen wir denn? Wir brauchen so. Server läuft, Error-Funktion, Streamliner-Frage. Ja. Streamliner Nord ist gleich Streamliner Nord gets D. Also. Weil das ja normal ist, hier sehr mit eingebunden. Auch Elektrikkraft, oder? Weil der Elektrikkraft eingebunden ist, haben wir noch nie geguckt. Wann hat er ein Problem mit irgendwas? Ich kann schon mal testen, ob wir das rauskriegen. Ich habe das Programm. Erstmal anders. Ich habe das Programm ja noch offen, da brauche ich nochmal Elektrikkraft reinziehen. Also du meinst. Ja, schauen, was da drin steht. Ich muss es nur finden noch. Ich glaube, das darf ich nicht so zeigen in Steam, gell? Weil das ist der Source Code, eine ganze Scheiße, wahrscheinlich. Elektrikkraft. Ist wahrscheinlich nicht so gut. So, das ist ein. Was ist denn das? RF-Batterie, da haben wir sie. Ah, da steht sogar, wie viel Liter sie speichern kann. 1, 2, irgendwas. Warum Liter? Weil das halt in Liter gedingst wird. Der hat ein Zeug. Die Liter tut er dann wieder umberechnen. Bei uns wird ja auch eh mit Liter angezeigt. Blablabla, ich muss jetzt mal gucken, ob er Computerkraft mit eingebunden hat. Du kennst dich ja aus, wie das Ganze aussieht. RF-Kabel, was hat denn da für ein Durchsatz? Okay, verstehe ich nicht die Formel. Ich würde eigentlich auch mal den anderen Computer her. Oder den selber bekommt zumindest. Keine Ahnung, auf die Schnelle sehe ich da jetzt nichts wegen Computerkraft, dass das mit eingebunden ist. Computer 9. Ah doch, da, Lua, jetzt haben wir's. Elektrikkraftmethode, du kannst get voltage, get current, also das ist Dings. Die Kabel kannst abfragen. Get current warding ND, das wollen wir nicht brauchen. So, wir haben gesagt die 28. Aha. Da mal get storage energy, das muss er können. Versuchen wir get storage energy. Die Befehl kennt er.
Ja, gleich, wenn ich bei dir bin. Wird dir nochmal geschickt. Nochmal geschickt, gut. Und bei Set Energy von NPT Data kann er auch. Da ist hinten noch irgendein Wert dran, deswegen klappt es wahrscheinlich. Ich habe das kopiert, du Idiot. Deswegen funktioniert es wahrscheinlich, weil da hinten ist noch Item Stack und Parameter Item Stack noch anzugeben. Da bricht er sich wahrscheinlich auf. So, was haben wir noch, was wir ablesen können? Item Stack, Haben wir Parameter, Item erfasst. Stack. Ist es egal, wie oder was soll ich denn da jetzt mal eingeben? Was? Ja, warum schreibst du das mit Z-Energie from MPT? Weiß ich nicht, das sind die Befehle, was er drin hat. Weil es ist ja irgendwas zu setzen, wir wollen ja wissen, was er macht eigentlich. Ja, dann sagt er einfach Get Max Energy oder so ein Scheiß. Kann ja mal kurz ausklammern, ob es mal daran liegt. Ich weiß ja auch nicht. Muss ja darum. Können nur das schreiben, was da drin steht. Get Energy Storage gibt's auch noch. Die Frage ist halt, ob das halt genau auf den Ding sich betrifft. Ja, also irgendwie diese da auch gerade get stored energy nicht. Weil wir haben ja das auch nicht als Auswahl. Ja, aber ich habe hier. Also da meckert er rum. Alle vier jetzt mal. Bei MPT rausgedings. Ich habe hier Battery Titel, also von der Batterie. Ja, oder die andere Batterie. Warte mal, wo ist denn die? Die, was ich hatte. Vielleicht kann man die auslesen. Vielleicht ist da die damit gemeint, mit der Batterie. Bin auch eigentlich zu dumm. Passt doch. Was? Start die ganze Zeit wieder Startup. Achso, war der Mistkäfer. So, der Mistkäfer hat es auf jeden Fall gesetzt. So, wenn wir jetzt hier nochmal starten, sehen wir, dass er sich trotzdem drüber aufregt. Okay, warten, dann können wir einen anderen setzen. Den da. Schauen, ob der das kann. Mal schauen, ob es kann. Nö, Die kann das gleiche. gleich. Na klar, mit T kriege ich auch nur einen Fehler bei Stored Energy. Okay, ist komisch. Eigentlich sagt das geht. Ja, ist halt so. Und hier da nichts Das ist unser Programm zum Auslesen der Methoden, zeigt es ja auch nicht an. nur Methods Wiring Titel, okay, das sind die Dinge. Electric Power Lua Get Current. Naja, keine Ahnung, dann stehen Dudes. Vielleicht nicht für den Block. Ja, das ist nicht genau definiert. Was haben wir noch, was wir austesten könnten? Get Block hätten wir zum Beispiel noch. Data 3 machen So. mal. Ja, Leute, sowas gehört halt dann auch mal dazu, zu schauen, was wir eigentlich genau machen können. Genau, weil wir müssen ja auch wissen, was wir auslesen. Get Electric Power. Das bezieht sich auf die Bulbs. Na, halt die Mutti fest. Ja. No. Jo, ist halt auch, kann man nichts machen, so Blocks. Electric Battery. Mit dem Get Block will er auch irgendwie nicht. Sollte man Java-Fehler. Okay. Ja, gewisse Sachen müssen halt nicht Sagt man funktionieren. noch, Fluid Color. War der größte Schrott, aber Okay, da Fluid. ist Vala implementiert. Naja. Achso, jetzt weiß ich, wohin das Get Energy gehört. Das ist Vala. Get Storage Energy ist für Weiler. Damit du siehst, wie viel da drin ist. So ist das gedacht. Weil er verweist auf Weiler. Das kann daran liegen. Vergessen, das auszuklammern.
wieder auf. Okay, wird trotzdem nicht. Okay. Egal. Egal, was ich jetzt ausprobiert habe, Fluid oder auch nicht. Ja. Wisst ihr? Oder durchtesten, Moment. Nur Get Blazer. Wow. Aber das ist quasi das Feature. Braucht man unbedingt. Headcrafter 27. Naja, da könnte man halt so zum Beispiel Ladestationen bauen, dann, wenn wir öffentlichen Server machen. Was sagst, da kann jemand halt seine Energiezelle hin platzieren. Und wenn der und der Name ist, ja, wird halt überprüft, wie viel der schon hat und so einen Scheiß hat. Okay, ja, dann könnte man sagen, und dann könnte man die Energie hier. Genau. Bitte nur leere Energiezellen hinstellen. Könnte man ja mit Bildkraft abfragen, nur wenn leer. Dass der Computer nicht durcheinander kommt. Genau. Wenn es leer ist, geht dann davor ein Fach zu. Die Energiezelle wird quasi verwahrt, also eine Glasscheibe. Soweit wie, und wenn sie voll ist, geht sie wieder auf. Genau. Oder wird automatisch